In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren jetzt essen. Und ja, wohin fahren wir? Kumru essen. Zu Kumru. Zu Kumru. Kumru Baba heißt der. Kumru Baba heißt der Laden. Ja, wir fahren jetzt dahin, dann essen wir da. Mal schauen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Bis gleich. Aber es ist ein bisschen heiß, ja? Alle, da! Na, oh, danke. I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. Compensating for the moments that I spill. Wish I could fly like zu Hause und wir waren ja gerade essen, hat super super lecker geschmeckt. Ich verlinke euch die Instagram-Seite unten in der Infobox und die Adresse. Du weißt die Adresse nicht, ne? Das ist auf jeden Fall gegenüber Glas. 131 Kilometer. Das ist gegenüber Karglas auf jeden Fall, aber ich verlinke euch die Adresse nochmal. Ja. Ich wollte gerade das Auto was sagen, aber der hat sich schon umgezogen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Wir chillen jetzt hier ein bisschen. Nina schläft. Normalerweise ich hasse Kuchen, aber das schmeckt gut, ja. So, wir essen unseren Kuchen jetzt doch alleine. Mit dem Besuch hat leider nicht geklappt. Wir picknicken hier jetzt hinterm Haus. Ja. Was denn? Hä? Ah, das ist der Mond. Wir, normalerweise dieser Kuchen ist für euch gewesen, aber jetzt esse ich. Und ich habe so viel gemacht, aber der muss das morgen mitnehmen. Tja, Pech gehabt. Und Nina spielt hier Mäuschen. Und schmeckt? Oh, das schmeckt echt gut, ja. Du weißt, ich esse. Der hasst Sahne. Kuchen esst du, aber nur trockenes Kuchen. Mhm. Trockenen Kuchen. Boah, das ist echt gut geworden, ja. Thanks, Babe. Auf mit dem Babe. Mami. Lina sagt seit kurz, kurz ist der Mami, wenn sie was will. Hallo, ihr Lieben. Heute ist schon der nächste Tag. Ja, ich sehe voll kaputt aus. Alles ja normal, ne? Wir haben auf jeden Fall schon 12 Uhr. Und ich wollte jetzt, also den Kuchen... Wir sind ja doch nicht zum Besuch gegangen, weil die doch nicht konnten oder so, irgendwas weiter. Ja, ich habe jetzt auch dann gesagt, wir sollen einfach mal ein bisschen Fußball nehmen. Was denn? Die Dose machen wir gleich auf, warte. Ja, wir sollen das mit dem Fußball nehmen. Ich koche jetzt auch. Und
Ich wollte ehrlich gesagt Fassoleer machen. Und voll viele haben mich gefragt, ob ich euch mitnehmen kann wieder, weil das Rezept weg ist. Ich sag ja, ich habe so viele Videos gelöscht. Ja, deswegen nehme ich euch mit. Mein Reis habe ich schon gewaschen. Es haben auch voll viele gefragt wegen dem Reis nochmal, wie lange ich das halt im Wasser lasse. Also ich wasche das einmal durch, sodass die Stärke rausgeht. Also bis das Wasser klar ist. Und danach, wie sagt man dazu? Ja, und dann lasse ich das halt eine halbe Stunde, 45 Minuten mindestens im Wasser aufweichen. Aber nur die Nudeln, ne? Also die Suppennudeln nicht. Okay, wir machen das jetzt auf. Sollen wir schon mal kochen? Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold, so selfless to all. And while I can't anymore, someone say I'm insane and they're riding in the way. But I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more than just how I was born. Take me somewhere, I don't know. And give me your kocht jetzt eine halbe Stunde schon und ist fast fertig. Den Reis mache ich dann kurz bevor die Jungs kommen. Und das schmeckt super, super lecker. Und nee, letztens hat jemand geschrieben, dass sie Hackfleisch und noch was reintut. Ich mache das nicht. Ich mache das ganz einfach. Das geht auch schneller. Ja, Fleisch tun wir auch rein manchmal, aber Hackfleisch habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ich kenne das auch nicht so und ich habe das auch nicht so gelernt. Deswegen machen wir das so. Genau. Aber ist auch Geschmackssache, finde ich. Aber der wird das auch zum Beispiel niemals mit Hackfleisch essen. Ich habe ihm letztens gefragt, ob ich das mal ausprobieren soll, aber der meinte, nee. So, mein Reis ist jetzt auch fertig. Und ist der Bohneneintopf, der ist auch dickflüssiger geworden. Also nicht wundern. Der wird auf jeden Fall auch dickflüssiger, ne? Ja. Schmeckt super, super lecker. Übrigens mein Teller, wieder mit Joghurt. Ich stehe momentan voll auf Joghurt. Ja, und dann haben wir hier Fassoleer, also Bohneneintopf und Reis. So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade gegessen. Und gönnen wir jetzt noch eine Milchschnitte. Jetzt werden einige sagen, da ist rohes Ei oder so drin, das darfst du nicht essen. Ich esse alles, Leute. Ich esse alles, worauf ich Lust habe. Und das solltet ihr auch tun. Seid nicht in der Schwangerschaft so streng mit euch selber. Das stresst nur euch und das Baby auch. Und wenn du auf den Burger bist, ist schon Burger. So ist das. Ich hab's geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Ja!
Ja, wir haben jetzt 16:01 Uhr, aber wir müssten eigentlich jeden Moment antanzen mit dem Jungen. Und dann. Ja, übrigens will ich mit Audel ein Video drehen. So ein Fragenvideo. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jetzt unter diesem Video stellen. Auf Instagram haben auch einige Fragen gestellt. Aber nicht mal diese Standardfragen. So wie habt ihr euch kennengelernt, dazu gibt es ein Video. Und so neue Fragen, wäre interessant, ne? Außergewöhnliche Fragen. So, ich bin mal gespannt, ob ihr den Kuchen gegessen habt, ob das geschmeckt hat. Und dann nehmen wir euch gleich mit, wenn wir rausgehen. Wir gehen gleich auf jeden Fall raus. Und ich habe etwas Langes angezogen, weil ich weiß, es ist draußen kälter. Und es sieht denn so aus. Ich habe hier diese Hose zweimal an, also zweimal gekauft aus Versehen. Also nicht wundern, wenn ich die jetzt mal anhabe. Ne? Da wasche ich die eine und dann wird die andere angezogen. Tut tut! Lina, wohin fährst du? Thank you.